Servus Leute und willkommen zu einem neuen Video. Und heute machen wir die Full House Trophäe für Need for Speed Unbound. Ihr habt zwei Gruppen geholfen, diese Trophäe zu bekommen. Man kann es sich sehr viel einfacher machen und die Informationen, die im Guide of Passing Proper stehen, sind falsch. Also starten wir erstmal direkt hier, weil direkt hier müssen wir schon anfangen, uns die Lobby zurechtzubiegen. Also, bevor wir irgendwas auswählen, drücken wir die Optionstaste, gehen auf Spiel und schalten Crossplay aus. Wenn das aus ist, gehen wir online. Und das sollte jeder in eurer Gruppe machen, falls ihr es boostet, falls ihr es alleine machen wollt mit 7 Randoms. Herzlichen Glückwunsch, könnt ihr vergessen. Ihr könnt es aus dem Grund vergessen, da das Spiel jetzt schon tot ist. Es sind zwei Leute da, aber die, die da sind, sind in zwei oder drei Gruppen komplett mit sich selber beschäftigt, geschlossene Gruppen. Oder sie fahren wie die Idioten im Kreis und treten kein Rennen bei. Also ihr werdet nicht drum rumkommen zu boosten. So, jeder von euch, ich rede jetzt von einer Gruppe, tritt einfach random einem Server bei. Ihr schließt euch nicht zu Gruppen zusammen, sondern jeder erstmal einfach durch Zufall, wo es hingeht. So. Auch wenn ihr das Crossplay ausgeschaltet habt, wird wahrscheinlich euch das Matchmaking zusammenschmeißen, falls ihr die anderen alle in der Freundesliste habt und, oder ihr kommt auf einen vollen Server. Jetzt kümmern wir uns darum, wie tun wir den Server leeren. Also, gehen wir erstmal aus der Garage raus. So, jetzt sind wir draußen. 16 Leute sind auf dem Server, also der Server ist voll. Wenn ihr aufs Touchpad geht, kommt ihr in dieses Menü. Eure Party, eure Freunde und alle auf dem Server. Also, wir brauchen einen leeren Server oder einen so gut wie leeren, weil wir müssen ja praktisch die Hälfte der Leute einladen. Also ich mache das folgendermaßen. Die Namen werdet ihr hier sowieso nicht sehen, weil ich die rausmache. Ich gehe drauf. Ihr könnt hier die Dreiecktaste drücken, dann Profil anzeigen. Dann schaue ich, ist das jemand, der sein komplettes Profil geschlossen hat, so dass nichts einsehbar ist und ihr keine Nachrichten schicken könnt. Wenn das jemand ist, der das gemacht hat, gehe ich einfach hier unten drauf und blockiere die Person. Das mache ich mit zwei bis drei Leuten. Jeder in der Gruppe sollte das machen. Das führt dazu, dass beim nächsten Mal, wenn ihr Server sucht, es eine recht eingeschränkte Auswahl an Servern gibt, weil ihr ja nicht mit diesen Leuten gepaart werdet. Also, wenn das gemacht wurde, wenn ihr da die Leute blockiert habt, dann Spiel verlassen. Und dann joinen wir einfach wieder rein. Und hoffen, dass wir dieses Mal einen besseren Server kriegen. Natürlich, wenn ich das jetzt alleine mache, werde ich mit irgendwelchen Leuten gepaart, aber wenn ihr das in einer Gruppe macht, dann stehen die Chancen wirklich sehr gut, dass ihr einen leeren oder einen beinahe leeren Server kriegt. Ist egal, wir machen jetzt weiter und tun in jedem Fall so, als ob wir unseren leeren Server bekommen hätten. Dann startet ihr direkt, wenn ihr so einen Server gefunden habt, fangt ihr direkt an, Leute einzuladen. Und zwar in eure Gruppe. Es sind maximal drei Leute in einer Gruppe erlaubt. Also was machen wir? Wir laden sie ein, sobald sie reingejoint sind, kicken wir sie. Sie fliegen aus der Gruppe, sie fliegen aber nicht vom Server. Das heißt, ihr könnt theoretisch den ganzen Server mit euren Freunden füllen, aber ihr braucht ja nur acht Leute. So,
Also das dazu. Sagen wir, ihr findet keine 8 Leute, sowas in beiden Gruppen. Wir hatten jeweils nur 6 Leute. Also, was kann man dann machen? Ladet alle anderen mit ein. Wenn Randoms reinjoinen, weil sie müssen für 3 Rennen da bleiben, lasst sie gewinnen. Geht ihnen nicht auf den Sack. Zeigt nicht, wie gut ihr seid. Macht sie glücklich, damit sie 3 Rennen mit euch bleiben. Falls keine Randoms joinen, haben wir gestern gemacht, einfach die Leute auf eurem Server anschreiben und fragen, vor allem die Low-Level-Leute, brauchst du Geld, brauchst du Gewinne, fahr 3 Rennen mit uns, du kannst alle 3 gewinnen, du kannst die Kohle haben, wir brauchen es nicht. Ihr könnt euch entscheiden, ob ihr sagt, warum ihr das machen möchtet, oder ihr könnt einfach sagen, wir machen das zum Spaß. Manche reagieren allergisch auf Trophäenjäger, manche sind nett, also das bleibt euch überlassen. So, konzentriert euch wirklich nur auf die Full House Trophäe, weil den ganzen Rest könnt ihr mit 2 Leuten machen in einer privaten Lobby, also Einladung nur für Freunde. Und wenn ihr dann es schafft, 3 Rennen zu fahren, wo keiner Mist baut, wo keiner die Einladung verschläft, dann habt ihr die Trophäe. Noch was zu den Einladungen, wenn ihr eine Einladung verschickt habt. Und beim Counter, wenn er rückwärts zählt und bei 2 Sekunden angekommen ist, es noch nicht alle reingejoint sind, brecht alle ab. Nicht, dass die Hälfte der Gruppe dann ein Rennen startet, die andere Hälfte hat abgebrochen. Es ist ja wohl klar, dass wenn die Gruppe nicht voll ist, dass man abbricht. Also manche Leute, das ist ein Heckmeck. Ich musste Leute mitten im Rennen daran erinnern, dass sie sich zurückhalten sollen, dass sie die Randoms nicht belästigen sollen. Also man könnte meinen, die Randoms wollen was und nicht die Leute aus der Gruppe. Plus es haben nicht nur ich geholfen, sondern ein paar andere Leute, die das schon haben. Also es frisst alles Zeit von anderen Leuten. Einfach an den Plan halten, mitmachen und dann wird das schon. Das war's auch schon. Haut rein. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.